Okay, dann wollen wir mal schauen. Ich hoffe, Gwendoline ist gut ausgestattet. Leviathan, der letzte Drache. Okay. Wo genau? Okay, ich muss erstmal in meine Tasche gucken, was sie so hat. Oh, sie hat auch eine ganze Menge. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Alles klar, da brauche ich mir bei ihr keine Gedanken machen. Au, au. Okay, jetzt erstmal auf die Krone anscheinend. Sehr schön. Ich weiß schon gar nicht mehr, was für Lieblingsskills ich mit ihr hatte. Aber sie hat auch nur Level 49. Das ist natürlich schade. Hätten wir mehr draus machen können, auf jeden Fall. Ich hätte sie ja auch noch leveln können. Au. Sollte vielleicht auch ein bisschen ausweichen. Wäre ganz praktisch, oder? Kann ich da eigentlich hier so ein Zeug draufschmeißen? Bringt das was? Oh ja, ist ganz cool. Ah, fies. So. Meine Batterie ist fast leer, das ist schlecht. Okay, Moment. Moment. So, da bin ich wieder. Mein Gott, wie viele Münzen sie hat, ey. Mit ihr hätten wir noch mal ordentlich essen gehen können. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ach so. Trank nehmen. So, wo war denn jetzt der Kopf? Ach Gott. Bin mal ehrlich, wo ist denn der Kopf? Wow. Ich weiß gerade nicht, wo der Kopf ist. Und ich habe auch nur so kleine Tränke anscheinend. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Aber ich habe viele kleine Tränke. Der Kopf muss da oben sein, aber ich kann nicht höher fliegen.
Oh toll, ich bin tot. Das ist ja merkwürdig. Also jetzt ist der Kopf wieder hier. Alles klar. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das gleich machen. Ich meine, kann ich eigentlich diese Dinger irgendwie aufhalten? Nee, kann ich nicht. Ich kann nur voll reinfliegen. Volle Lotte. Das ist doch merkwürdig. Das ist gerade ziemlich blöd, weil da ist so eine unsichtbare Wand, durch die ich nicht weiter nach oben fliegen kann. Ganz merkwürdig. Das ist so merkwürdig gerade. Aber ich würde ganz gerne diesen Dingern ausweichen. Okay, ich kann ihn also auch davonrennen. Ich habe das Gefühl, das Fliegen bringt mir hier echt gar nichts. Komm. Flieg doch mal nach oben. Boah, das gibt's doch nicht. Was ist denn das für Mist? Ich bin gleich schon wieder tot. So, okay. Und das nehme ich auch mal. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausweichen kann. Echt, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, ich muss den jetzt mal langsam hier kaputt machen. Okay. Oh. Das ist auch böse, oder? So, ich folge mal dem Weg. Ich denke, das wäre am besten, wenn ich das versuche. Alter! So, was ist denn das für ein Scheiß? Gott! Man aber auch keine Chance, dem auszuweichen. Echt mal, das Fliegen bringt einem auch nichts. Geht weg! Die gehen einfach nicht weg. So, was mache ich denn jetzt, wenn ich keinen Dings mehr habe? Habe ich noch Krotten? 3 Stück. Na, immerhin. Also 3... Tränke kann ich mir noch machen. Gott, ich bin hier aber auch gerade mega angespannt, ey. Noch mehr als bei den anderen Kämpfen. Und die waren schon nicht leicht, aber das hier übertrifft gerade so ziemlich alles. So. Ich schmeiß ihm immer einen Knochen am Kopf. Sollte gucken, dass ich mich schon mal irgendwie heile. Heilt 350, das ist ja schon mal was. Ich weiß nicht, ob ich mich davor schützen kann. Was ist das? Erhöht für eine Weile die EP, die du durch Nahrung erhältst und heilt einige LP. Hm. Okay. Diesmal sieht es ja nicht ganz so schlimm aus. Wenigstens habe ich diesmal den Kopf gefunden. Oh, der macht das immer, ne? Kann das sein? Der ist so böse. Ich weiß gar nicht, was ich dem getan habe.
Ich verprassel hier meine ganzen Tränke. Aber das ist ja nicht schlimm, ne? Wir verprasseln gerne Tränke. Komm schon. Komm schon. Ach, nein, jetzt ist er genau hier vor meiner Nase. Was soll denn das? Geh gefälligst weg. Ach so, jetzt muss ich einfach so ihn angreifen. Okay, warte. Warte. Ich schmeiß mal alles drauf, was ich noch habe. So. Nochmal schnell eine Heilung nehmen. Ich habe ihn anscheinend gerade die Krone abgeschlagen. Komm schon. Nein. Wow. Oh Gott, wie gut, dass ich da weggefallen bin, ey. Sehr gut. Weitermachen. Andere Seite. Okay, wir haben gleich das Horn ab. Okay, denke ich mal. Komm schon, wir schaffen das. Komm schon, Gwendolin. Streng dich an. Haben wir noch was zum Draufschmeißen? Oh, ein Elixier. Heilt LP und macht kurzzeitig unbesiegbar. Ja, komm. Alles, was heilt, ist okay. So, weiter angreifen. Oh Gott. Wo ist er? Da ist er. Sehr gut. Oh. Ich schmeiß ihm das auch nochmal an den Kopf. Okay, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich geschafft. Oh nein. Nicht die schon wieder. Was hat mich denn da jetzt getroffen? Ja, wir haben es geschafft. Geschafft.私の一撃にも匹敵する一振り。大陸の歴史をたどっても、これほどの武勇をなすものはいないわ。我が悪宮殿にとっては最高の栄誉。あなたの成長を垣間見るよ。おかしな鳥。あなたは私の筋なのに、まるで姉様のいいようね。私はあなた、同じ父を持ち、同じ痛みを分かつ姉妹。 すべてはガロン王の叙事の通り。あなたは私の誇り。私は胸を張ってこの舞台から降りられる。さようなら、グエンドリン。いずれこの世の果てで。
姉様、すぐにその場所で会えますわ。けれど、せめて流星のようにまた焚いて、あの方に最後の思いを伝えられたら。オズワルド様。 世界がなくなっちゃうなんて、こんなの嘘のお話よ。でもおじいちゃんはこの5本が好きだったの。ねえ、ソクラテス。みんなみんないなくなって、かわいそう。あら？これ、 ルーカたちが探していたあのコインじゃないのかな。ほら、挿絵にあったのと同じよ。きっとバレンタイン国の紋章だわ。へい、プーカさん、プーカさん、お話のお礼にこのコインをあげるわ。 これで人間に戻るんでしょ。そんなのあるはずないわよね。なあに、ちょっと行ってみただけじゃない。本の飾りをちぎっちゃった。後でパパに言って直してもらわないと。アリスちゃん、ただいまのお部屋にいるの。おいでらっしゃい。 ソクラテス、もういいわ、置いていっちゃうよ。 よかった、生きてる。君が落ちるのを見た時は初めて天に救いを願ったよ。力の使いすぎか。あれは魔法の大釜まだ残っていたのか。コルネリウス様。 大丈夫だ。コルドロンは？炉を壊さないように止めましたが、世界中から吸い尽くしたフォゾンの結晶は使い切られていました。これではイングヴェイの言う救いなど。敵か味方か。グエノリ、 生きているわ。二人とも息がある。これはティトレルの指輪。どうしてこの子が運命なの。指輪は巡って今この手に。でも炉に力など残されてはいないというのに。クロイツ先生、 私の役割がようやく分かりました。
まだ、メルベット。コルドロンを操れば、君まで呪われてしまう。コルネリウス様、おそらくすべてはこの時のためにあったのです。この二人が、カムリなき二人の王、人類の始祖となる父と母なのです。そして、 指輪がはまった私の手が、呪術師にある救いの御手。ベルベット。大地が崩れる。急がないと。今、魔法の力を逆転せしめ。サイファーよ、溶けて委ねよ。吐き出せ、その命の源を。 世界に大地の宝を返し、今一度生命の再生を恋願わん。そう、命の種を残すのです。指輪に従え、コルドロ。今お前は忌まわしい災厄ではなく、恵みの母となって大地を癒やさん。 どこまで行っても大地はこの有様だ。死の国よりもひどい。生き残ったのは私たちだけなのですか。わからない。だがこれほどの大災害で生きている方が奇跡だ。おそらくは。ともかく落ち着ける場所を探そう。 死の国よりひどいこの世界に、こんな世界にした私たちを受け入れる大地があるのでしょうか。グエンドリン。何かおかしいぞ。グエンドリン。 オスワルト様、これは大地が、まるで新世界の幕開けのようだ。グエンドリン、こんな奇跡を目の当たりにしては捨てるわけにはいかないじゃないか。希望を。 Ja, meine Lieben,
Ein wirklich wunderschönes Spiel geht zu Ende, wie ich finde. Von der Story her hat mir das Spiel wirklich sehr gut gefallen, muss ich sagen. Was ich ein bisschen anstrengend fand, vor allem jetzt im Let's Play, waren wirklich so die Kampfgebiete, dass diese Kampfgebiete halt immer dieselben waren in jedem Buch. Aber nichtsdestotrotz hat mir das Ende jetzt richtig gut gefallen. Ich freue mich, dass Gwendolyn und Oswald überlebt haben. Ich finde es schade, dass Maresa nicht überlebt hat, aber es war so überraschend irgendwie für mich, weil ich selbst auf die Idee gar nicht gekommen bin. Von wegen Weltenbaum und dass ihr richtiger oder ihr echter, ihr wahrer Name dann Yggdrasil ist, das fand ich schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, das Spiel ist nun vorbei. Ich werde nun nicht nochmal alles spielen, also beziehungsweise diese ganzen letzten 5 Kapitel, die wir hier gespielt haben, diese 5 Bossmonster, die werde ich nicht nochmal machen in einer anderen Charakterreihenfolge, weil ich denke, es würde da nichts anderes passieren, außer dass eben die Welt nicht gerettet wird und dass halt wirklich alles zugrunde geht. Ja, aber so ist es doch viel schöner, so haben wir das perfekte Ende wirklich erlangt. Und ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Ende. Wie hat es euch gefallen? Und schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich lasse den Abspann einfach mal ablaufen, so wie immer. Und wir sehen und hören uns in neuen Projekten wieder. Bis dahin, tschüssi! あんたらよ。そうだ。あんたもここを離れるのを惜しんでいるようだね。ドラゴンがいなくなってからというもの、いい街になったものな、タイタニアは。変わった格好だね。どこから来たんだい？わからないって？変な人だな。
おっとっと、気をつけろ。ま、あんたもどうせ掘り出し物を見つけに来た口でしょう。ほら、図星だ。なら見てってよ。損はさせないよ。ナップルを一つくださいな。いらっしゃい。 あんた運がいい。あれは妖精だ。この辺じゃあまり見ない客だよ。最近この町も活気づいて、いろんなのが集まるようになった。ほら、あそこの色っぽい美人とか変わった品だな。 その手に持っているやつさ、売ってくれねえか。このバレンタインの記念硬貨と交換しようじゃねえか。ここだけの話なんだが、これは願いが叶うっていう珍しいコインなんだ。よし、決まった。いいだろう。お、ワルキューレだよ。 王団王のお姫様に見えたな。クワバラ、クワバラ。西の方でまた戦争かね。あんたも行商するならあの辺はやめておきなよ。ん？はあ、あんた物書きかね。ここのことを書くって？そりゃいい。俺のこともしっかり書いてくれ。あ、じゃあな。 楽しかったぜ。また会うことがあったら、ぜひその本を売ってくれ。ああ、そうだ。せっかくだし聞いておこうか。その本、なんて題名なんだい？